der kleine Bubutek. Ach Gott, ich glaube, ich muss wieder mal ein wenig da so. Nein, sonst sehe ich das nicht. Ich muss so bleiben, gell? So ist gut. Also, da haben wir wieder einmal. Schau, da hat es das aufgeschnitten. Also, ist das eine Stanze oder macht sie das? Muss ich das? Ja, ist dann vorne auch noch. Schau, was da drin ist. Das ist auch wieder so schön. Da. Naja, das, schau, das brauche ich. Das kann ich euch ja zeigen. Das, ich liebe diese. Na, das kann ich euch nicht einfach so zeigen. Das hängt. Hopp. Bist denn du jetzt? Schau, das hängt da. Ich könnte es natürlich aufmachen, aber ich tue es nicht. Das ist bitte. Wutzi, putzi, kleine Deck. Mein Gott, na, bitte. Selbst der ist distressed. Und da hat es wieder so ein Ding. Naja, wie diese Taschen, muss ich jetzt mal eine entzückende da mein Babyherz bekommen. Also so eine, wie so eine Ausweistasche, Scheckkarten-Ding. Ne? Und da hat es halt dann, sie, das ist also wie so ein Chipboard, ja. Hat halt dann, ist das also selber gemacht, oder? Ne. Schaut noch Handarbeit aus. Ich glaube, die Iris ist auch nicht, die was das alles selber ausschnippelt und ja, die tut die nicht irgendwie so das kaufen und dann, nein, die macht alles selber, die Iris. Aber wenn das jetzt da, das gehört da, da hat es auch noch was Strukturding drauf. Schau, oder 60 dann vielleicht gar nicht. Aber gut, du meinst, entdeckt sowieso nicht jetzt alles. Also man tut es zwar durchblättern und schaut sich da einiges an, weiß nämlich, aha, deswegen, naja, schauen wir mal, schaut sich, wow, deswegen, so, ei. Schaut da hat es noch so einen Rest von dieser Computer, von dem Computerausdruck hat es da hergegeben, dann also ein Waschtape, ein Briefmarker. Naja, schau, so, die Blümchen, und da auch noch, schau, die Krone, das Rapunzel mit angeschnittenen Haaren, da hat es auch wieder was, schau, ein Buschetape, und dann hat es ein kariertes Papier, so, und da, ja, und dann steckst du es wieder da rein, so, naja, so gehört das. Da kann man, ja, das habe ich schon aufgekommen. Ist das ausgedruckt? Nein, das hat es. Ah, das ist drauf. Also, ich bin so eine richtige Graulerin, gell? Ich muss alles genauestens ausschauen. Aber das muss man ja. Das ist in der Mitte. Wie schön ist das da gemacht? Hat. So, jetzt ist mein süßes Büro gleich mal weg, oder? Hallo. Oh mein Gott, wo bist du? Ich hoffe, ich finde es, ich finde. Naja, da ist es. Na, komm, sei lieb und tu dich da jetzt darüber. So. Dankeschön. Jetzt finde ich meine Büroklammer nicht. Ich weiß, ich darf mich mit dem jetzt nicht aufholen. Noch. Da ist sie. Tada, gefunden. Na, das hätte man jetzt keine Ruhe lassen. Ich hätte eine Krise gekriegt. So. Ja. Na, jetzt tut sich das wieder da verpulpern. Deswegen heißt es ja Pulpnadel, Bulb. So, jetzt kommst du da drauf. Na, hoppel. Meine Süßen, ich muss mich jetzt da kurz einmal weg. Ich habe eine verschnupfte Nase. Ich mache jetzt ein ganz kurzes. Ich bin ja gleich wieder da, aber ich muss mir jetzt kurz. Ich muss Trompete, Elefanten spielen. Hallo. Bin wieder da. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verkühlt, aber naja, wisst ihr. Cool. Und dann natürlich auch trocknen. Dann sitzen dort. Naja, auf jeden Fall haben wir da
Ach Gott. Entschuldigung. Ja, also wir haben da wieder eine. Ach Gott. Yes, das ist das süß. Schau mal. Also wir haben da einmal ein ja, Papier, was da zusammengenäht ist, dann mit einer Spitze und Schmetterling. Dann hat sie da wieder so ein kleines süßes Täschlein. Oh mein Gott, ein Täschlein ist es. Was ist da drinnen? Mein Gott, nein, ist das süß. Schaut's einmal. Ach, das ist so eine Stanze, gell, oder? Ja, und da hat es eine Bilderleine von oder ein Stempel. Schmetterlingsmädel. Und da geht eine Nummer drauf und das kommt dann da. So ein Kärtchen ist das. Und da hat's. Ach, Iris, du musst ja, weiß ich nicht, wie viele Schätze haben. Gell? Also du, was ich so. Gut, ich habe da Iris natürlich dann gleich noch einmal. Sie hat den Facebook, also ich verlinke euch die Facebook-Seite von der Iris und Instagram hat sie auch. Das verlinke ich euch alles, dann wisst ihr da unten. Auf jeden Fall hat sie ihre Schätzelchens auch aussortiert. Naja, und da habe ich natürlich auch gleich einmal, schau, wie schön. Das ist wie der Nagel. Also meine Nägel schauen, man muss ich morgen gerne wieder neu machen, weil schau aus wie der Ocelot von Essling. Also da hat's. Also ich habe ihr noch dann gekommen, wenn sie die Arme langsam vertritt. Ja. Also, die liebe Iris hatte in Facebook geschrieben, dass sie so arm ist, dass sie in ihrem Keller keinen Platz mehr hat, weil sie da so viele Sachen hat. So, genau, ich habe natürlich gleich zurückgeschrieben, sage ich, oh je, du Arme. Bevor du jetzt da nicht irgendwie mehr rühren kannst in deinem Keller, dann. Und ich hatte ja schon einmal ein Packerle von ihr bekommen mit wunderschönen Schätzen. Und da bin ich bis jetzt da noch schuldig. Bitte verzeih mir, liebe Iris, ich, ja. Sie will was auch Gehäkeltes, also ja. Wie gesagt, es ist nicht vergessen, es ist nur wieder auf der To-Do-Liste, auf der Meterlangen. Aber es kommt, wirklich. Also es kommen, irgendwann kommt. Also das Osterbackeln kommen bei mir prinzipiell dann irgendwann einmal im Sommer. Ja, ich bin einfach furchtbar. Ich bin eine furchtbare, ein furchtbarer Mensch bin ich in dem, wirklich. Nein. Egal, jetzt schauen wir das. Also auf jeden Fall hat es da so eine, ja, eine Karte auch. Und da hat es auch wieder so ein wundersüßes, entzückendes. Ich rede nicht fertig, gell? Ja. Also bevor sich die Iris in ihrem Keller nicht mehr rühren kann, sage ich, bitte schick mir da noch. Und da habe ich dann noch einmal ein Packerl da stehen. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video, weil das wird eh schon, ja, egal. So. Auf jeden Fall hat sie da auch noch ein wundersüßes Samtbanderl und da hat sie so eine Perle drauf genäht, auf diese entzückenden, ich liebe diese Büroklammern. Und da hat sie Akkord, ja, ich überhudelt mich immer, ich weiß eh. Und das Rot ist ja, also das schaut ja aus wie Blut. Wirklich, wie Bluttropfen. Des Künstlers Blut ist da oben. Es gibt aber Künstler, die malen mit anderen Blut, wisst ihr das? Ja, wahrscheinlich, gell? Ja, mein Gott. Viel darf er nicht malen, aber sonst wird der 8 Liter Sandbold vorbei, aber ist egal. Da hat es wieder so eine entzückende Halbblume kreiert, mit diesem Organza-Stöffchen, oder? Ja, da hat es ein Knopferle drauf geknallt und die zuppeln da. Ich bin ja verschnupft, aber die Kinder, ich sage euch. So. Nein. Da, schau mal, da hat es auch wieder so ein Banderl und da haben wir ein Briefmarkerle drauf und so ein no, ganzer Banderl ist das. So, und das geht da wieder rein. Das ist wieder so ein altes, von einem alten Kuvert, glaube ich, hat es das.
Habe ich das erbitten? Karte oder hat es halt selber gemacht? Dann machen wir auch, schau, das schaut so süß aus, gell, also wenn das dazugehört. Wieso rumen sitzt das Mädel? Ist das ein Stempel oder ist das. Man weiß es nicht. Was hab ich da? Das ist ein Papier wieder von. Ich weiß es nicht von dem. Ach ja, das passt alles so schön zusammen. Kinder, was soll ich sagen? Schau, da haben wir wieder. Take note. Ja, na, da ja. Ich kann denn nicht da was draufschreiben. Nein. Das geht nicht. Da habe ich da so ein schönes Bandel. Und aus einer Buchseite hat es ein Taschele gemacht mit Vogel und Spitze und hat so ein Ticket. Möchtest du mich als Geliebte haben? Ja. No. Und warum nicht, wenn du mich wirklich liebst? Na schau. Gibt es ja noch kleine Romanausschnitte. So ist das. Das ist wieder irgendwie ein wunderschönes Papier von irgendwem. Naja. Da hat es da. Oh, was ist denn das Schönes? Also da haben wir noch so ein. Ja. Da hat es auch wieder so eine Perle. Und dann haben wir da wieder diesen Verschluss. Das ist auch wieder eine Tapete, ist das. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist so eine richtige Harald Glückler-Tapete, gell? Und das hat es da selber gemacht. Das sieht man nämlich. Was ist denn da drin? Kollektion, schau. Tapeten Louis der 14. Naja, was ist das? Eine Kollektion? Also die Tapete? Kollektion Trianon. Da steht drinnen Louis der 14. Also das ist eine Tapete, ha? Ich würde mir das schon ins Schlafzimmer. Kommt, Kinder, das ist was hat es denn da wieder gemacht? Schon schön. Was haben wir da? Together. Into one place, a group into separate parts. Also da hat es auch wieder. Das ist alles so Chipboard-mäßig hat es da. Na, schau, wie sie geschenkelt ist. Ja. Da hat es so ein kleines Zuzerle genommen und hat es da mit dem Brett also befestigt, was man natürlich dann nicht sieht. Da hat es ein bisschen. So, und da. Da hat es auch so. Was wird's denn das wieder gemacht? Nein, das muss ich mir dann alles noch. Ja, ich untersuche das ja alles dann genauestens. Ja, ja. Ich muss das alles genauestens dann. Also das wird dann auch wieder zugemacht. Da haben wir so eine Perle. Das mache ich dann. So. Ich liebe das. Da ist auch wieder so ein Blümchen drauf. Da auch, gell? So ein Papier, also ein Buch, ein bisschen von einem Buch und da hat so ein schönes Kärtelchen drauf geklebt und fertig. Ne? Das schaut immer so leicht bei euch aus. Da schau, da haben wir so ein altes Gäste-Check-Number. Also so eine Rechnung, wenn du die Mutter warst. Und da hat es auch wieder so ein Ding. So ein Blumenknopperl. Und da unten ist so ein Sticky Washi Tape. Da auch. Und da auch. Das ist so das andere Teilchen. Und der hat zwei Luckerln. Und der hat vier Luckerln. Ja. Ja, biegst den Knopf, tut drauf, Washi Tape, Bandel, Papp und fertig. Fertig. Ja, und fertig. Das Papier ist auch sehr schön. Ist das ein Luise-Papier oder ist das 49 Dragonfly oder was weiß ich was? Na, da ist ja da ist sicher, da hat es mir dann schon geschrieben gehabt, dass ich bin jetzt schon und so weiter gemacht.
siehst, dann sind sie doch so. Und jetzt, da gebe ich ja noch eine Rose dazu. Und die zwei Ösen. Und das tun wir dann da so verschlingen. Und das hat es dann da so reingeknüpft, Schatz. Das Bandel ist auch wieder cool. Was hat es da? Kolbe. So, und da haben wir auch noch mal was. Schau, da haben wir auch wieder so. Das ist so wie vorher da, gell? Long Way Home. Das sind so Decks halt. Und da hat es schon so fix fährt. Da war schon, da muss man das Ringerlein in der anderen Farbe machen. Da kommt nicht überall dasselbe Ringerlauf. A charming smile. Und da hat es, schau wie süß. Mit Marshall. Und da hat es so ein Ornament. So Messing oder. Ja, ich bin schon wieder leise, ich weiß ich. So, und das gehört da wieder einer. Schau mit dem Blümchen was da, und das gehört da. Ach, ich liebe das. War da jetzt was drinnen? Ach gut, war da was drin? Ich weiß es nicht. War das da? Was ist da? Das macht, ich darf sie jetzt da, gell? Ich darf sie um. Wenn es jetzt nicht da war, stecke ich es einfach um. Darf sie, ist ja meins jetzt da. Na, da haben wir wieder. Ei, was hat sie denn da wieder Schönes gemacht? Ach Gott, schau, da hat sie auch wieder das Mädel mit den Schmetterlingsflügeln. Da wird es wieder so. Ich glaube nicht, dass das ein Stanzen ist. Sie macht sich das sicher selber. Das, nein, das ist so ihres. Die macht sich das selber. Da ist auch so ein Goldding. Schau mal. Da, das, wie gesagt, da schneidest du einen Schlitz und dann mit der Lochzange und glaube ich halt. Na, schaut euch das an. Ist das schön. Das ist so wie dieses von der Susanne dieses dieses Bub. Nein, so Kinder, ich habe jetzt einen totalen Knoten im Kopf. Ihr wisst ja, was ich meine. Das Bückle, na Bückle, ich bin auch schon der Blöckle. Ja, das wisst ihr vom Ding. Und das hat es da gemacht jetzt mit einer Spitze. Also das ist ja auch wieder gesehen. Ich finde das einfach sensationell. Schau, was da. Goblin, naja, gut. Die Stoffe, und da hat es natürlich, oder ist es so ein Stoffmuster? Oh mein Gott, ich würde dieses Stoffmuster jetzt gleich, dass das gar nicht gemacht hat, also schon gemacht hat, aber dass das schon so, weil ich das nämlich da lesen tue. Schau, das heißt, das ist also von dem Stoff und da, dass das schon so viel, aber so fix und fertig gibt. Oder hat es das selber bastelt? Man weiß es nicht, das ist ja auch egal. Aber die Idee ist ja der Hammer. Also jetzt geht es schlafen. Gute Nacht. Ja, man muss auch mit seinem Junk Journal sprechen. Wow. Na, jetzt geht's aber los. Nein, das haben wir erst. Da hat es auch wieder so Täschelchen gemacht. So, das ist auch so ein schönes Papier. Und da hat es oh, schau mal, eine große Schmetterlingsgarten. Schau, da hat jeder Schmetterling was anderes. Full heart to my sweet, adorable. Da mit den Pünktchen, schau. Das ist auch ein schönes Papier. Gibt so viel schönes Papier.